Unvergessen, Robin Williams ist seit 4 Jahren tot. Trauer am Todestag von Robin Williams. Heute vor genau 4 Jahren nahm sich der erfolgreiche Schauspieler das Leben. Der 63-Jährige litt an schweren Depressionen. Wenige Monate vor seinem Tod würden bei ihm zudem Parkinson und eine beginnende Demenz diagnostiziert. Der Tod des Komikers 2014 war ein Schock für seine Familie und seine Fans aus aller Welt. Doch auch 4 Jahre später sitzt der Schmerz, vor allem für seine Liebsten, noch immer tief. Anlässlich seines Geburtstags Ende Juli erinnerte sich Zelda Williams, 29, die Tochter der Hollywood-Größe, an die schöne Zeit mit ihrem Vater zurück. Tief betroffen betonte sie, wie schwer es nach wie vor für sie sei, Verlust zu verkraften. Dennoch, oder gerade deshalb, ziehe sie sich in der Zeit um seinen Geburts- und Todestag immer aus Social Media zurück, um im Verborgenen zu trauern. Aber sie lasse sich nicht unterkriegen. Keines von Robins Kindern lässt sich unterkriegen, alle 3 versuchen, ihr Leben, so gut es geht, weiterzuführen. Der 26-jährige Cody hat sich erst vor 2 Monaten mit seiner Liebsten verlobt, die in den Jahren der Trauer stets an seiner Seite war. Zachary Boom Williams, genannt Zach, hat seinen Schmerz verarbeitet, indem er andere Menschen in harten Lebenslagen unterstützte. Lange Zeit half er Gefangenen des San Quentin-State-Gefängnisses, zurück in die Gesellschaft zu finden. Und, die einzige Tochter des Nachts im Museum Darstellers, ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und seit 1994 in der Schauspielbranche tätig. Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmordgedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge, www.telefonseelsorge.de. Unter der kostenlosen Hotline 0800 111 01 11 oder 0800 111 02 22 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.